um das Miteinander eigentlich der Menschen, dass der eine sich eben so darstellt, wie er eigentlich gar nicht ist, nur nach außen hin zeigt, alle Kräfte dafür aufbringt, dass er nach außen hin was darstellt, aber im Inneren modrig ist, könnte man sagen, ja, verfallen schon und diktatorisch. Wir erleben das ja heute auch so ähnlich. Und eben die Gegenreaktion, dass eben dann die anderen Menschen oder das andere, der Nachbar, wie auch immer, das Nachbarland dann auch zeigt, also ich mach's doch richtig, ich kann's doch besser und sich das dann auch immer mehr hochschaukelt. Und dann haben wir ja die deutsche Einheit erlebt, zu meiner eigenen Ansichten, kann jeder denken, wie er will. Ich habe es eben so erlebt und die eben praktisch in den Köpfen immer noch so weitergeht, also wo, das hatte ich ja schon mal gesagt, im Herzen eigentlich immer noch die Teilung da ist, erlebe ich so, ja. Also der eine denkt so über den anderen oder nicht, also wie auch immer diese, ja, also diese Nachbarschaftsdarstellung schon allein, oder auch hier Frechdroge, die beiden Nordfriesen da oder ja aus dem Norden, die sich eben so nachbarschaftsmäßig auch immer so übertrumpfen wollen gegenseitig. Das ist für mich jetzt eben das Beispiel dafür. Wir haben ja ein breites Publikum und im Prinzip ist der Hintergrund eben für mich jetzt wichtig, dass sie eben da das eigentlich auch ihre Ideologie mit rüberbringt, dieses immer gegeneinander, ich besser sein und obwohl ich schon dumm bin, ich weiß, dass ich dumm bin oder dumm aussehe, wie auch immer, aber ich setze dem immer noch eins drauf und eben der katholische Glaube sagt eben dazu, möchte sie jetzt auch mit einschließen noch ins Gebet, eben dem anderen, also auch die heilige Margareta zum Beispiel, die bei mir immer sehr präsent ist, eben von Ungarn, heilige Margareta von Ungarn, die das Land eben für das Land Sühne geleistet hat, das Land auch dadurch gerettet hat, das Volk gerettet hat, eben durch Sühne und nicht durch Krieg und noch mehr Krieg, also eigentlich genau immer das Gegenteil davon, also nicht dem eins draufzusetzen, sondern eben Sühne gegenüber Gott, Buße zu tun, auf die Knie zu gehen und das ist eben auch meine Erfahrung in meinem Leben eben und auch mein Weg mit Jesus und ich bitte eben auch ihn um alle Gnaden, eben auch für alle Seelen, diesem und jenem Land, also es geht mir nicht darum jetzt auch zu sagen, wieder der eine ist besser oder der andere macht es richtig. Das ist eben genau das, was ich jetzt eben auch sagen wollte in dem Beitrag, dass es eben nicht darum geht, sondern eben mit Gott ins Reine zu kommen, durch Umkehr, Beichte, Buße und sein Herz eben für die Liebe Gottes zu öffnen und dadurch eben auch die Mitmenschen lieben zu können, das andere Land lieben zu können und so weiter und so fort.